Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chromatics Playground Podcasts. Wir sitzen heute hier in einer ganz besonderen Runde, nämlich der liebe Ron ist am Start und der liebe Sören. Und ja, warum wir heute hier so zu dritt drei alte, weise Männer zusammensitzen, das lüften wir jetzt gleich. Ich übergebe mal zum Ron. Genau. Hi Sören, schön, wir haben schon lange gesprochen, dass wir diesen Podcast mit dir mal realisieren sollen. Du bist ja Teil von Chromatics, sitzt aber die ganze Zeit in Köln und wir wollen heute mal so ein bisschen eintauchen in deine Vita. Wir werden sicherlich noch über die wilden Jahre in Berlin, über Techno im Bunker sprechen. Wir werden über dein Studium sprechen und wir werden vor allen Dingen darüber sprechen, was Marke für dich bedeutet, welchen Stellenwert Leitbilder, Purpose in Unternehmen haben, wie das alles zusammenhängt, wie das in deiner Person eigentlich kumuliert. Darauf freue ich mich jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 30 Minuten mit dir einzutauchen. Herzlich willkommen in Dresden heute, Sören. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Podcast. Hallo. Hallo Schanzbräu, hallo Ron. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein kann. Spannende Themen habt ihr schon aufgeworfen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Genau, und ich habe, glaube ich, einen guten Einstieg. Denn, also man kann das ja so sagen, vielleicht ne, geben wir schon mal was preis, also gebürtiger Hamburger, ja. Wahlkölner sagst du, glaube ich, inzwischen. Richtig, ne? Richtig. Auch inklusive 1. FC Köln, richtig? Richtig, absolut, genau. So, das haben wir schon mal geklärt. Der Verein findet ja ein, ne? Ist ja so, ne? Kann man nichts gegen machen. Wichtigsten Dinge haben wir geklärt. Mhm. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ja, wie kommt denn so ein Wessi in den Osten? Oh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ist aber eigentlich auch relativ simpel zu beantworten. Es gab in meinem Leben eine Weiche, die hieß Beginn des Studiums. Und ich stand vor der sogenannten Triple-B-Frage. Bamberg, Bayreuth oder Berlin. Aber damals reden wir noch von West-Berlin. Ne? Das muss ich dazu sagen. Da wäre schon ein paar graue Haare. Und ja, da stehst du vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ne? Denn West-Berlin damals war jetzt wahrlich alles andere als attraktiv. Ne? Da gab es die Mauer noch. Ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt zu der Zeit in der Nähe von Hamburg und habe mich dann aber irgendwie aufgrund eines Bauchgefühls für das große B entschieden, was damals noch halb so groß war, aber egal. Und das war eine richtige Entscheidung, das so zu tun, denn ein Jahr später ging ja bekanntermaßen aus historischer Sicht die Luzi dann ab in Berlin. Ne? Und ich war da. Also du, ich musste nicht erst kommen, ich war schon da. Ne? Das heißt, 88 ungefähr ging es nach Berlin. Genau, genau. Ja. Okay. Ja. Und was hast du denn studiert? Ich habe klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert mit zwei Schwerpunkten, einmal Marketing und Management, also die Organisation und Führungslehre. Und die Kombi, muss ich sagen, war eine extrem gute Wahl, denn man merkt immer wieder, dass diese beiden Themenkreise wunderbar zusammenpassen. Aber dazu kommen wir später noch. Dazu kommen wir, glaube ich, noch heute öfters. Ja, genau. Ich glaube, bevor wir da reingehen, würde ich ganz gerne mal so, spring noch mal zurück mit uns in diese Zeit dieses Berlins. Hm. Also wir alle haben irgendwie so subkulturelle Prägungen, Chromatics so aus der ganzen Hip-Hop-Kultur heraus, Graffiti, das kennt man. Du hast vor allen Dingen, glaube ich, dann das Techno-Berlin erleben dürfen. Ja. Wie war das damals so? Mal einen ganz kurzen Abriss, vielleicht hast du eine Anekdote. Ja, also es war wirklich eine komplett andere Zeit. Es war vor allen Dingen, das Besondere zu dieser Zeit war, dass eigentlich Berlin, speziell Ostberlin, Anarchie war. Also es war ein rechtsfreier Raum, es gab keine Regeln und das war das Spannendste mit allem, was eben auch subkulturell sich da ergeben hat. Und es hat sich auch so ergeben, dass mein Stammladen eben der Tresor war, also der Ur-Tresor, der Techno-Club am Potsdamer Platz. Und das kann man nicht beschreiben. Also ich kann euch nur sagen, es war der komplette Irrsinn, ja, weil das war der Original-Tresorraum eben vom Kaufhaus Wertheim im Originalzustand. Und die Bags wurden da durch diese Gitterstangen des Tresorraums rausverkauft. Und legendär ist eben diese... In der Erzählung wurde die Tür immer größer, ne? Aber ich denke, sie war mindestens 60 Zentimeter dick, ja, diese Stahltür. Und die tingelt ja heute noch in Ausstellungen auch durch die Republik, ne? Weil es ist einfach dieses ikonische Wahrzeichen des Tresors gewesen, ja. Aber vielleicht noch, ne, bevor wir jetzt wirklich weitergehen, jetzt hast du ja ein paar Jahre da in West-Berlin studiert, ne? Und ich kann mir ja vorstellen, dieser ganze Umbruch, ne, was du ja beschreibst, diese ganzen Möglichkeitsräume. Ja.
Das muss ja auch wahnsinnig, was sie mit dem Studentenleben gemacht haben, oder? Ja, also das hat, ich muss da fairerweise sagen, in der ersten Hälfte des Studiums zu eher Lebensfreude und Lebenslust geführt. Also zum kompletten Eintauchen in diese besondere, anarchisch geprägte Szene mit eben auch diesen Erlebnisräumen. Und du hast es richtig getroffen, Schanzboy. Es gab überall Räume und die haben sich die Leute genommen. Also da wurde nicht gefragt, man hat sich das genommen und hat was gemacht. Und es gab eigentlich so viel Kreativität wie nie wahrscheinlich zu dieser Zeit in Berlin, denn es war natürlich der Magnet für alle Künstler, für Freischaffende, für Lebenskünstler, für Freaks, ja, für Nerds, für you name it. Und die waren alle da, ne? Und das prägt natürlich ein Stadtbild und auch mein Studium. Und ich bin hier voll in die Subkultur abgetaucht. Und wer dann irgendwie zu der Zeit mein SO 36 in der letzten Kaschemme gesessen hat, der weiß, wie Berlin war. Ne? Also, da gab es jetzt keinen Filter. Ne? Also das war wirklich real und das war auch rau. Und aber das war einfach wirklich fantastisch und authentisch. Ne? Und bist du aber sozusagen mit deinem, ich nenne es mal so, nur universitären Lebensmittelpunkt in West-Berlin geblieben oder bist du tatsächlich dann nach Ost-Berlin gezogen? Also das war jetzt auch so, man musste jetzt nicht zwingend da nochmal groß umziehen. Das war für mich nicht das Thema. Ich hatte eine sehr feine kleine Bude in Berlin-Moabit, ja, also war auch da schon auch rau, ne? Also damals schon so. Und damals schon. Ja. Und das war gut so. Und ich habe dann aber auch, da hat sich Berlin natürlich dann auch in diesem Zeitraum von 5 Jahren schon verändert. Ne? Also man merkte ja so, dass jetzt das Kapital auch kommt, ne? Dass eben überall gebaut wurde. Und da wurde dann zu irgendeinem Zeitpunkt in Berlin nur noch gebaut. Da wurde auch der Potsdamer Platz ja komplett neu gestaltet. Die freien Räume, die Anarcho-Räume, die mussten erweichen. Das ist so diese klassische Gentrifizierung, die dann auch begonnen hatte. Und man merkte so, Berlin verändert sich jetzt sehr schnell, sehr signifikant in eine Richtung, die, ja, ich will das jetzt, lass das mal offen, ne? Also ja. Die dann halt einfach anders war als das, was man vorher erlebt hatte. Und ich habe dann mein Studium beendet und dann hatte ich aber auch das Bedürfnis, dann auch meinen Standort tatsächlich zu verlagern. Also für mich hatte die Zeit, war sehr energetisch, sehr vital, sehr prägend tatsächlich, ne? Aber dadurch, dass sich Berlin dann so verändert hat, hatte ich jetzt keine Motivation, dann noch länger zu verweilen. Dann hat es mich dann woanders hingezogen. Verstehe. Jetzt war das Studium so besonders, der Raum, in dem du studiert hast, so besonders. Was war vielleicht das Besondere an deinem Studium oder vielleicht auch an deinem Abschluss? Also für mich persönlich war, dass ich in meinem Studium zu mir selbst gefunden habe. Ich war also wirklich kein guter Schüler, ne? Also wirklich immer Durchschnitt so. Und ich habe das geschafft, in meinem Studium auch, wie gesagt, zu mir selber und zu meinem eigenen Leistungsspektrum zu finden. Und habe dann mich kontinuierlich gesteigert, auch im Studium, habe einen sehr guten Abschluss dann gemacht. Und dann war ich das erste Mal wirklich sehr stolz in meinem Leben, dass ich irgendwo angekommen bin. Ne? Mhm. Also dass ich dann aber natürlich auch mein Ticket in die Arbeitswelt in der Tasche hatte. Vielleicht noch eine Anekdote, was besonders spannend war, das war die Diplomarbeit tatsächlich. Also die habe ich dann, weil die Statuten der FU Berlin haben das eben erlaubt, eine sogenannte Gruppendiplomarbeit zu schreiben. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, dass du, also normal ist der Fall, du schreibst alleine was. Die Statuten haben aber erlaubt, dass du bis zu 4 Leute können gemeinsam an einem Thema arbeiten. Natürlich gibt es da Regularien, dass die Passagen, die man bearbeitet, gekennzeichnet werden. Dann muss man auch noch in ein Kolloquium, damit es auch überprüft wird nochmal, ob alle wirklich dran beteiligt waren. Ne? Und ich habe das eben mit einem Kommilitonen und Freund zusammen gemacht. Und sinnigerweise war das Thema Gruppenarbeit in der Automobilindustrie. Und wie soll es anders sein? Wir haben die erste Gruppendiplomarbeit an der Geschichte der FU geschrieben. Na, das ist doch schon mal mega. Und Co-Kreation pur, oder? Genau. Co-Kreation so, in deiner DNA. Exakt. Und auch das hat natürlich geprägt so, hey, man kann sowas zu zweit machen. Und das war auch schon so ein Aufweichen von diesem ganz krassen Leistungsgedanken vielleicht. Mhm. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel rein. Nee, alles aber gut. Aber ich sag mal so, ne, Automotive ist ja immer noch in Deutschland ein großes Thema. Ja. Darfst du kurz sagen, um was es konkret ging? Es ging um einen Vergleich der Gruppenarbeitskonzepte in Schweden, Volvo, mit teilautonomen Arbeitsgruppen. Das war so ab den 70ern ein großes Thema, ne? Also auch unter dem Aspekt Humanisierung der Arbeit tatsächlich. Also rauskommen aus dieser repetitiven, schnöden Fließbandarbeit versus, das war damals so der letzte Schrei, Lean, Lean Production, ne? Das war ja das japanische Konzept mit Kaizen hinter und diesen ganzen japanischen Ansätzen, was aber bedeutete, die einzige Autonomie, die der Arbeitende hat,
war, dass er, wenn eben schlecht produziert wurde, die Reißleine am Fließband ziehen durfte und dann war Produktionsstopp. Aber mehr darf er auch nicht. Ne? Mhm. Also und das war, haben wir das eben aufgedröselt, wirklich akademisch sauber gearbeitet und so. Das halt bei mir heute immer noch nach. Ne? Ich liebe gut strukturierte Texte und Prozesse. Ja, und Prozesse auch, genau. Danke, Ron. Und das war interessant zu sehen, weil es wurde teilweise anders verkauft, dieses Lean Production. Mhm. Es war eigentlich ist es eine Effizienzmaßnahme gewesen, aber keine Maßnahme, die zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen geführt hat. Okay. Das haben wir knallhart recherchiert und aufgelegt. Sehr gut. Und sind dann aber zu einer anderen Empfehlung gekommen und das wurde auch entsprechend gewürdigt. Genau. Cool, stark. Ja. Und jetzt hätte man ja denken können, gut, alles klar, super abgeschlossen, ne? Auch krass co-kreativ, total am Puls der Zeit, ja. Jetzt wäre theoretisch aus meiner Brille eine nächste logische Station gewesen, ein Automobilhersteller aus Deutschland, wo man das erlernte theoretische Wissen in die Praxis überführt. Ja, war aber nicht so. Warum? Wo ging's hin? Ja, Was war los? Also irgendwie, das war so ein bisschen wieder die Neuorientierungsphase nach dem Studium. Ich bin dann ja so ein bisschen auch durch Zufall bei einer Versicherungsgruppe gelandet. Das ist so auch ein interessanter Aspekt, der heute eigentlich rückwärts betrachtet keinen Sinn macht, ne? Nee, anders. Damals vorwärts betrachtet hätte es keinen Sinn gemacht. Heute rückwärts betrachtet macht es sehr wohl Sinn. Und bin dann wirklich in eine große Konzerngruppe eingestiegen, habe dort aber relativ schnell den Weg ins internationale Marketing gefunden, weil ich gemerkt habe, das ist schon da, wo bei mir die Leidenschaft lodert, ne? Also wirklich mit Marke sich zu beschäftigen. Jetzt war es eben Versicherung, sagt man, naja, ist jetzt nicht so das spannendste, brennendste Thema, aber auch hier hat Marke seinen Sinn, ne? Absolut. Und es ging ja auch um eine, wenn ich mich recht entsinne, eine richtige neue Produktentwicklung und eben dann die Ausrollung des Produktes in wie viel waren es? 43 Märkte? Ja, oder? Fast, genau. Also es ging dann im späteren Abschnitt ging es eben darum, dass eben viele Gesellschaften aus diesem damaligen Großkonzern Gerling dann ausgegliedert wurden. Die wurden dann in kleinere ökonomische Units zerlegt und dann ging es eben darum, für eine dieser Units, das war die Kreditversicherung, einen neuen Namen und ein neues Branding tatsächlich zu finden. Und das musste gestaltet werden. Und das war mein Job, das eben mit internationaler Verantwortung dann federführend zu machen. Und da habe ich dann schon gemerkt, so ein mehrdimensionales, globales Projekt, das braucht Struktur. Ne? Da kommen wir wieder auf das Thema der Diplomarbeit. Ne? Aber es braucht eben auch eine gewisse Kreativität und auch gute Partner, ne? Also gute Agenturpartner, um ein tolles Ergebnis zu liefern. Und das haben wir dann auch geschafft. Und der Rollout war dann im Nachgang tatsächlich in 40 Ländern weltweit, bis nach Australien. Ich habe es nicht geschafft, da hinzukommen, aber naja. Aber du hast immerhin ja auch eine lange Zeit dann eben nicht in Köln gearbeitet, sondern in Amsterdam, wenn ja, ich mich recht entsinne. Genau. Also ich bin jede Woche dort gewesen, kenne Amsterdam auch relativ gut dadurch, ne? Und habe es auch lieben gelernt. Ja, und das war dann eben tatsächlich auch ein Projekt, was zeitgleich in Köln und Amsterdam stattgefunden hat, tatsächlich. Ja. Also schon noch damals, ne? Ja. Kein Problem mit remoter Arbeit und hin und her und so weiter. Auch mich, das hat mich immer gereizt, auch woanders zu sein. Ja. Also, und ich finde Holland super, ne? Also ich fahre auch immer gerne in der Freizeit dahin mit meiner Frau und das ist toll. Also sie sind ja mega innovativ und auch extrem liberal, ne? Mhm. Also es ist ein schönes Land. Macht Spaß. Woanders sein war ein guter Kicker für die nächste Phase, die dann schon anstand, glaube ich zumindest, die dann so kam. Du hattest dann kurz mal eine Selbstständigkeit mit dem Markenbüro, aber ja, dann... Das war so der erste kleine Ausflug in die Selbstständigkeit. Mhm, ja. Lektion war, lernen Sie Gras zu fressen, habe ich gemacht. Brauchen wir nicht näher darauf einzugehen, aber auch... Spannend wird es danach, glaube ich. Danach wird es sehr spannend, genau, weil da, ich würde sagen, das war dann so der prägende Block 2 meiner Arbeitswelt und auch der Block 2 von Marke. Und da können wir auch gerne noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Da habe ich dann tatsächlich bei Converse angefangen, in der Länderorganisation Österreich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und habe da 4 Jahre eine sehr, sehr interessante Zeit verbracht, muss ich sagen. Und auch so das Thema Marke jetzt im Consumer-Kontext, ne? Mit allen Facetten und vor allen Dingen auch mit einer Besonderheit, nämlich der kreativen Markengestaltung dann gemacht, also als Marketingleiter. Und das hat mich dann wiederum auch sehr geprägt. Und ich muss sagen, da spätestens war
Also wenn wir jetzt sagen, dieses Brand Evangelist, so, das ist ja irgendwie auch so ein schönes, bescheuertes Wort, ne? Aber spätestens seitdem ist das so, ne? Dass ich wirklich auch eine höhere Mission erfüllen will in diesem Leben. Ne? Und ihr habt das ja wirklich erlebt, par excellence exekutiert und tatsächlich ja auch mit krassen Zahlen belegt, ne? Das muss man ja einfach auch mal so sagen. Ja. Und diese Mischung, ne, die ja Converse dort auch perfekt an den Tag gelegt haben, ne? Nämlich die Marke mit den passenden Kulturen, ne? Und eben auch damit verbundenen, ne? Wie nennt man so schön, Communities oder Stilgruppen, ne? zu matchen, habt ihr wirklich par excellence gemacht. Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde vielleicht hier ganz gerne noch mal einmal ein bisschen ausholen. Also man hat natürlich bei Converse, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Marke bekannt ist. Und dass es hier beim Produkt in erster Linie um den Chuck Taylor All-Star geht, ne, den ikonischen Canvas-Sneaker, der allgemein ja auch als der Anti-Sneaker bezeichnet wird. Mhm. Warum? Weil er eben einfach kein Prestige-Symbol ist mit 50 Euro Wert. Ja, das ist schwanken, ne, also auf jeden Fall nicht der Rede wert. Und der dient jetzt nicht dazu, dich von einer Community oder innerhalb einer Community positiv als das ist was ganz besonders Wertvolles abzuheben. Nein, dieser Schuh verkörpert eben gemeinsam mit der Marke einfach eine Haltung. Und zwar eine Haltung, ich bin für was oder ich bin auch gegen den Mainstream. Und das liegt daran eben auch in der Historie von diesem Schuh. Der begann ja wirklich als der erste Sport-Performance-Sneaker, als Basketballschuh 1923, als der Basketballspieler Chuck Taylor dann den ersten Signature-Schuh mit Converse gemacht hat. Und damit dann auch im weiteren Fortlauf den Basketballsport in den USA erst groß gemacht hat. Die haben vorher in irgendwelchen Ballsälen oder in irgendwelchen öffentlichen Räumen haben die ihre Spiele gemacht. Es gab keine Liga, das ist dann erst alles im Nachgang gekommen. Und bis in die 50er war dann Converse der führende Basketball-Performance-Schuh tatsächlich in fast unveränderter Form, ne? Auch mit dem Knöchelpatch auf der Innenseite. Und das war wie der Schuh groß geworden ist. Und dann passierte was ganz Spannendes, denn ab da fingen nämlich irgendwann die Musiker und auch Schauspieler an, diesen Schuh für sich in Anspruch zu nehmen. Ich will nicht sagen okkupieren, aber sie haben ihn sich einfach genommen. Also James Dean war einer der ersten, die Beach Boys, sogar Elvis Presley, ja, also ganz früh schon in den 50ern, ja. Dafür bezahlt zu werden. Genau, das ist nämlich, ja, danke, ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gab nie irgendwelche Deals, ne? Also du trägst den Schuh und kriegst dann das und das. So wie dafür. Das ja heute dann ja, läuft. Ja, genau, ne? So. Sondern das war die perfekte Symbiose aus, ich trage eure Schuhe, zahl aber eben auch genau auf das gewollte Markenimage ein, des Rebellen, ja, also des Rebellenschuhs oder ich bin halt irgendwie underground, ich bin subkulturell. Und das ging dann weiter bis zu den Skatern dann, ne? Das kam in den 70ern. Und es wurde noch krasser in den 70ern als das Thema Jogging und damit kam Funktionalität in das Sneaker-Ding rein. Ne? Also der Schuh musste eben gut gefedert sein, der musste funktional sein, der musste Features haben und so weiter. Und so haben sich die anderen Brands halt auf den Weg des bequemen, funktionalen Schuhs begeben, aber Converse ist immer das geblieben, was es immer schon war. Und das ist halt einfach ein Baumwollschuh, der eben nicht warm ist im Winter, der eben nicht bequem ist. Mit dem gehst du keine 10 Meter, ohne dir Blasen zu holen, ja. Ich habe aber mal mit einem Drummer gesprochen, der sagt, das ist der geilste Schuh, um wirklich dann diese Fußdrum zu bedienen, weil du dann das perfekte Gefühl in der Fußsohle hast, weil die Sohle so dünn ist. Das hat das Schuh unmittelbar überträgt. Ganz genau. Und das ist halt das ganz Spannende an der Marke Converse. Und da kommen wir jetzt auch zum Thema Marke, ne? Weil diese ganzen Leute, also es gibt, glaube ich, keinen coolen Underground-Musiker, der diesen Schuh nicht schon getragen hat oder der später mit einem Signature-Schuh geadelt wurde. Es gibt Metallica, ne, die Ramones, alle. Ne? Also dann die ganze Punk-Szene. Beastie Boys auch, ne? Alle. Ja, ich glaube, es sind so alle Größen, nicht nur der US-amerikanischen Rockgeschichte. Auch Keith Haring. Ja, alle. Genau, manchmal ist sogar posthum, oder? Ja, Keith Haring war posthum. Ne? Genau. Ja. So, und ne? Und das war genau das und die haben die Marke genau dahingehend aufgeladen. Das ist ein Schuh für Musik, aber auch für kreative Expression. Ja? So wer immer was macht und dann kamen die Künstler, die kamen dann später auch noch dazu. Und da sind wir dann genauso bei dem gewollten oder auch ungewollten Markenimage. Es war die erste interaktive Brand der Welt, wenn du so willst. Also nach meiner Lesart, wo eben frühzeitig Community bewusst und gewollt mit reingeholt wurde, um die Marke und das Markenimage zu formen. Ne? Und insofern es ist einfach so eine wirklich wahnsinnig interessante Marke, weil sie das eben verkörpert. Ne? Und sie ist niemals Statussymbol geworden, sondern immer eher schon
ein Produkt von Haltung und ich möchte, wenn ich diesen Schuh trage, auch irgendwas ausdrücken. Mhm. Und das geht heute weiter, selbst die Topmodels, auch so die ganzen Influencer und die alle jetzt so in dem neuzeitlichen Marketing sind, die tragen die Schuhe auch, weil die sagen sich auch, ich will nicht immer nur Prestige und Qualität und upper Fashion sein, sondern ich will einfach vielleicht auch einfach mal ich selber sein und dann ziehe ich eben meine Chucks an. Ne? Und die kommen ja immer in Wellen. Ne? Also die sind ja mal in, dann sind sie ja ein Jahr wieder raus, und aber die kommen immer wieder. Und ich glaube, Chucks wird es immer geben. Und nochmal ein ganz interessanter Side-Fact: Es wurden seit 1917 über 1 Milliarde Chucks verkauft weltweit. Mhm. Ich glaube, das gibt's nicht. Kein Produkt jemals geschafft. Krass, krass, ne? So, also crazy. Und ja, und das ist halt so, was das ausmacht, so eben für diese Marke oder mit der Marke zu arbeiten, ist genau das. Und wir haben ja dann in diesen 4 Jahren, wo ich bei Converse war, ich möchte da noch was anderes kurz erwähnen, das ist nämlich auch ganz interessant. Die Philosophie von Converse, also auch die Markenphilosophie war, we never do things twice. Das heißt also, jedes Jahr, jede Saison, wenn neue Schuhe kommen oder andere Farben oder Farbwege, keine Ahnung, wurde ständig geguckt, wir machen eine neue Markenkommunikation, wir machen neue Kampagnen und wir machen kreative Kampagnen. Das war in der DNA veranlagt so. Das wurde auch an uns weitergegeben als Landesorganisation. Seid selber kreativ, seht zu, wie ihr die Leitplanken, die Leitidee adaptiert für die Saison, genau wie ihr die aufnehmt und wie ihr sie umsetzt. Ja, was machst du denn da? Da brauchst du natürlich auch eine Agentur, die kreativ und innovativ nach vorne denken kann. Und dann gab es ja den legendären Moment, wo wir uns in Berlin auf der Bread and Butter kennengelernt haben. Ja, und wir saßen lange zusammen. Und ab da wart ihr ja dann die Agentur für Converse. Ne? Mhm. Und da haben wir ja so das ein oder andere Ding auch durchgerockt. Und ich muss sagen, wir waren uns, wir haben ja nie irgendwie uns irgendwelche Denkbarrieren selber verordnet. Wir haben einfach laut gedacht, wir haben nach vorne gedacht und wichtig war, was Neues, was Innovatives und was Einzigartiges zu schaffen. Und das hat ja gemacht, super, ne? Zu uns gepasst. Ja. Ne? Also dieser Ansatz, ne? Eigentlich Dinge nie zu wiederholen, das ist ja unsere Grund-DNA. Ja. Und ich glaube, deswegen hat das damals zur Zeit auch super gut gepasst. Und ich würde auch fast behaupten, ne, das wissen vielleicht ja gar nicht alle, Converse gehört ja zu Nike, sogar eigentlich schon lange, aber es gab eben bestehende Lizenzverträge und die wollte man natürlich nicht teuer auskaufen, also hat man einfach in den Märkten einfach abgewartet, dass Stück für Stück die Lizenzen auslaufen, die dann eben entsprechend nicht mehr erneuert wurden. Und das ist ja eigentlich schon der einzige Grund, warum du dann ja auch bei Converse weg bist, weil tatsächlich eben das dann komplett an Nike ging. Genau, du hast es richtig schon dargestellt. Die Lizenzen wurden entweder nicht verlängert, die sind dann ausgelaufen. Und man hat dann eben sukzessive jeden Markt wieder zurückgeholt ins Nike-Imperium. Und damit ist dann auch Converse wirklich voll auch in der anderen Kultur wieder aufgegangen. Und dann ging es zu einer anderen spannenden Marke, zu Brooks. Du bist den Schuhen treu geblieben? Ich bin den Schuhen treu geblieben. Es wurde mehr Performance-lastig. Jetzt wurde es Performance. Ja, sagen wir mal so, nach der ganzen Feierei und bei Converse, wir waren ja auf so vielen Festivals und Konzerten und Und ihr habt selber so viele gemacht, ne? Genau, und haben dann natürlich auch, waren vor Ort, ne, um das dann auch eben live mitzukriegen, was ja auch nochmal ein wichtiger Feedback-Filter war, so wie kommuniziert die Marke mit seiner Audience, ne? Und wenn du dann mal auf dem Festival wirklich auch Schuhe an die Bands rausgegeben hast, das, was ja passiert ist, wir waren ja auf jedem großen Festival, hat jede Band, die dort aufgetreten ist, zum Beispiel Hurricane, hatte Voucher für Free Chucks und die meisten sind gekommen. Also ich erinnere mich sogar daran, da stand auf einmal, tatsächlich darf man heute nur so hinter der vorigen Hand, da stand Till Lindemann vor mir, ja, weil Rammstein auch aufgetreten ist und hat gesagt, auch könnte ich ein paar Chucks für meine Tochter haben? Und ich so, naja, komm, klar. Was hat die denn für eine Größe? Ne? Und andere Bands, so eine Punkband aus den USA, Pennywise, das war, keine Band hatte das nötig, von uns Geschenke entgegenzunehmen. Ne? Also allein der Warenwert, ja, also das ist eben, über was reden wir? Aber die Geste und eben doch die Wertschätzung, dass die von uns Schuhe umsonst bekommen haben, war teilweise so groß, dass eben auch diese besagte Band hat gesagt, ihr kommt nachher bei uns hinter die Bühne, wenn wir spielen, wenn unser Gig ist. Und die haben uns dann in dem Chuck Taylor Karton haben die uns kalte Biere servieren lassen, ne? Also hinter der Bühne. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Als sie fertig waren, haben die uns hinter der Bühne von vorne auf die Bühne geholt und haben
haben uns einfach dazugeholt, haben noch ein paar Riffs gespielt und haben uns gesagt, here are the guys from Converse und so. Da habe ich gedacht, so wie bitte? Und dann stand ich erst mal auf einer Bühne und habe sie so gesehen, oh, das ist ja eine ganz interessante Aussicht von hier oben. Da standen da unten 3000 Menschen. War so eine Nebenstage, ja, ja, ne? Ja. Aber so, hallo, was ist denn hier los, ne? Und da, das ist so ein Gänsehautmoment, wo eine Band einfach sagt, so wie cool ist das, ne? Ja, ja. Dass Converse das macht, ne? Kann man schon sagen, und die haben natürlich alle ihre Checks getragen. Ziel, ne? Love Brand erreicht. Ja. So, und es gab nie einen Deal. Also, wo du sagst so, ey, da müsst ihr aber mindestens, ne, 10 Minuten, wenn ihr euren Gig spielt, müssen die voll zu sehen sein. Dann zieht ihr nochmal auf und zeigt es nochmal und hinterher sagt ihr nochmal was Schönes. Und das gab's nicht. Das war. Wie soll man es schön? Das ist halt der Unterschied zwischen organic earned und paid. Genau. Und das ist genau ein sehr gutes Stichwort. Es ging immer darum, um eine Begehrlichkeit. Und wenn du das schaffst, als Marke begehrlich zu sein, weil dein Image halt so positiv ist und so strahlt und einen so großen Pull aufzieht, ja, dass du einfach sagst, die Leute wollen das Produkt haben und ich zwinge sie nicht oder ich überzeuge sie nicht jetzt mit überkrassem Performance-Marketing, mit ständiger Wiederholung, mit ständiger Repetition und Penetranz so, kauf mich, sondern aus meiner tatsächlichen Zeit bei Converse habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, für eine Marke zu arbeiten, die Leute wollen, weil sie davon überzeugt sind. Und das macht eben dann doch einen qualitativen Unterschied. Ne? Genau. Und ich glaube, dass dieses Thema grundsätzlich, egal mal wie, ne, der Beziehungstyp ist, immer funktioniert, ne, nur dieses, ne, was erzeugt denn die Begehrlichkeit, ne, und welche Werte müssen da drunter liegen, auch wahrscheinlich, ne, welche Wertversprechen, ja. Du, da sage ich wirklich auch, ne, it's always age to age. Das ist voll egal, ob B2B oder B2C, ja. Also auch du kannst nicht, oder wir als Laien, ne, bin ich mir sicher, ne, dass zum Beispiel alleine, ne, egal ob das jetzt inhaltlich stimmt oder nicht, ne, aber Namen wie Caterpillar, Liebherr, ja, oder selbst sowas wie Carhartt, ja, also Workwear, ne, ich meine, es ist nicht Carhartt Work in Progress, oder, was fällt uns ein, Makita, ja, oder Bosch Blue, ja, also weiß jeder sofort, ne, na gut, Bosch Blue ist das anders als Bosch Grün, ja, oder Festool. Ne, Festool, weil jeder sofort, da wird es langsam teuer. Ja, so, und das sind so, ne, die haben halt, also ne, das sind halt Marken, die ziehen an, weil sie gewisse Nutzen und Wertversprechen eben ganz fest etabliert haben. Oder ne, ich finde auch Engelbert Strauß zum Beispiel, ne, die das ja schon auch sehr clever machen, ja, und eben auf ihre verschiedenen Zielgruppen. Ich weiß noch, ne, einmal saß ich im Kino und dann bringt die halt so richtig krass, und ist das CGI-Spot, der gefühlt, ne, sehr an Paw Patrols, sehr an Feuerwehrmann Sam, ne, also diese ganzen angesagten Dinger erinnerte, ja, und wirklich gefühlt, ne, so wisst ihr, so nachgemacht, aber an der Grenze, dass sie nie angezeigt werden können, ja, und damit sie im Kinotrailer rausballern, ja, um eben, weil sie eben wissen, auch die Kids, ne, also sie haben krass viel Kidswear, ja, oder eben, ne, weil sie wissen vielleicht auch die wenigstens, die haben eine offizielle Metallica-Kooperation. Und wie schlau, ne? Weil ich bin mir sicher, viele Leute vom Bau, ja, die Engelbert Strauß lieben, sind höchstwahrscheinlich auch Metallica-Fans, ja? Total clever. Ja. Vollkommen, ganz interessant, was du sagst, Andreas. Das ist so. Und ich glaube eben, das ist auch das zweite Stichwort, ist Relevanz, ne? Also Relevanz schafft Begehrlichkeit oder, ne, oder die spielen eben zusammen. Das ist aber der Idealfall. Aber wenn du es schaffst, mal in dich selber oder auf deine Marke nach innen zu schauen, wer sind wir, wofür stehen wir und was wollen wir bewirken, ne, dann sind wir auch genau wieder bei diesen anderen ganzen Themenkomplex und du hast gute Antworten. Dann wird so langsam dieser Markenkreis schließt sich dann. So, wenn du selber davon überzeugt bist von dem, was du tust und du hast idealerweise deine ganze Gefolgschaft, deine Belegschaft als harte Community noch dabei, dann ist das ganz wichtig, dass du heutzutage auch wirklich authentisch und glaubwürdig nach außen kommunizieren kannst. Ne? Und ich glaube, das ist aber gerade auch nochmal ein guter, ne? Also glaube ich auch nochmal ein guter, ne? Nochmal Brücke zu Brooks Running, ja, weil da würde ich behaupten, da war das zumindest, würde ich, also ne, so viel wie wir mitbekommen haben damals, ja tatsächlich ja so, ne, dass ihr schon viele im Team hattet, die tatsächlich selber, ich sag's mal, ne, so ambitionierte Läuferinnen oder teilweise sogar ja wirklich, ne, semi-professionelle Läuferinnen waren und wirklich deswegen ja auch total, ne, in wiederum dieser Sportkultur und auch wirklich diesen Wettkampfdenken und Trainingsdenken und so weiter drin waren, richtig? Ja, das ist ja so ein Thema, was so, also was speziell Laufmarken verinnerlicht haben, ist ja dieses Performante, was du auch sagtest, Ron. Da geht's aber eher darum, wirklich immer
zu funktionieren und zu performen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute laufe ich nochmal einen Personal Record oder ich unterbiete meine Laufzeit nochmal oder ich drehe nochmal eine Runde mehr. Und Brooks hat aber irgendwann erkannt, dass das alleine zur Differenzierung nicht mehr reicht, ne? Weil das machen irgendwie alle so, das ist so dieses immanente Thema so, das ist eben... Das ist ja generisch, das steckt genau, so mit drin. Genau, so und auch immer sehr kompetitiv auch, ne? So, ich bin schneller als du oder auch, das ist ja das ganze Thema bei diesen Volksläufen und natürlich dann bei richtigen Rennen, es geht's immer um Wettbewerb. Es geht immer darum, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste. Und Brooks hat dann aber gesagt, und das fand ich eben auch sehr bemerkenswert, wir wollen die Marke emotional aufladen. Ne? Mhm. Denn am Ende geht es ja nur darum. Es geht eben um diese Emotionen, die eine Marke auslösen kann über ein Produkt, was dann idealerweise komplett synced ist mit deinem Brand. So wie das bei Converse eben war. Ne? Du kaufst ja bei, ich bin jetzt am Durch mit Converse, ihr merkt schon so, bei mir gehen schon die Gäule so ein bisschen durch gerade. Da war es so, Produkt war gleich Marke. Also das heißt, wenn du ein paar Chucks gekauft hast, hast du die Marke gekauft und auch rausgetragen, was die Marke eben bedeuten soll. Ja, ja, ja. Brooks hat dann gesagt, wir wollen weg von diesen Performanten, wir wollen hin mehr in eine emotionale Komponente. Das war eben mit dem Slogan Run Happy. Mhm. Laufen macht glücklich und jeder, der läuft, ist ein glücklicher Mensch. Also das war dann auf einmal das Narrativ und man ist ihm hergegangen und hat einfach gesagt, es geht nicht darum, die beste Zeit zu laufen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Spaß haben am Laufen. Ne? Dieser Runners Flow, den man auch alleine erlebt, dann in der Gruppe sozusagen. Genau, eigentlich das heißt eigentlich als kollektives Running-Gruppenerlebnis zu zelebrieren und eben auch tatsächlich den Transfer aufs Markenimage damit zuzulassen, beziehungsweise sogar zu steuern. Wir haben ja dann diese Run-Happy-Tour gemacht durch Deutschland und sind durch Städte gelaufen, ne? So aber eben so diese etwas unkonventionellen Laufstrecken, mal durch einen U-Bahnhof durch, ne, mal über einen belebten Platz, ne. Natürlich die in Köln die obligatorische Runde vorm Dom, so, ne, aber das war dann halt dieses Urban Running Ding und das geht man eben gemeinsam an. Und es waren ja teilweise Laufgruppen, ich glaube, in Düsseldorf waren es knapp 500 Menschen, ja, die gemeinsam gelaufen. Da muss ich sagen, und das habt ihr wirklich so, ich sag mal, fast, das war schon fast Lo-Fi-Prototyping, was ihr gemacht habt, ne? Auch mutig. Ja, ja. Ja, wirklich so, wir machen das total lean. Wir gucken mal, ob die Leute das wollen. Ihr habt im Prinzip immer nur, ne, mit dem passenden lokalen, ne, irgendwie Store oder Community zusammengearbeitet. Und dann natürlich über die Jahre wurde es dann eben größer und größer und habt euch ja auch bestätigt, ne, in dem, ne, genau diesem, ich sag mal, Sweet Spot, den ihr ja nur unter diesen Casual Urban Runnern ne, und für euch noch so entdeckt hat. Und ich glaube auch, das war noch relativ früh. Da kam ja dann auch später dann, ne, Adidas Runbase und ne, hier auch, ich glaube sogar Under Armour hatte damals so eine Pop-Up Runbase am Moritzplatz und so. Das war ja die Zeit, wo dann alle so ein bisschen das kapiert haben, ja. Aber da wart ihr auf jeden Fall mit die Ersten und vor allen Dingen, man hatte eben gesehen, dass es sich von Jahr zu Jahr dann der Erfolg hat sich skaliert, ne? So, also auch dieser Tour. Ja, also es hat sich auch etabliert als Event, als Community-Event, ne? Und das ist jetzt tatsächlich eine feste Größe geworden in der Running-Szene auch. Die Leute sagen, ja, wir gehen jetzt zur Brooks Run Happy Tour. Richtig. Und haben eben das andere Lauferlebnis, ne? Genau. Und das ist übrigens nochmal eine ganz wichtige Beobachtung. Wenn du etwas gefunden hast, was für dich ist, was du auch ownen kannst und auch glaubwürdig ownen kannst als Marke jetzt wieder, dann bleib dabei. Ne? Also gib das nicht wieder her, weil das ist auch ein Stück der Identität, ne? Dass man auch sagt, auch mutig, du sagtest das Stichwort gerade, es ist ganz wichtig, geh auch mal mutig an Themen ran und mach mal Dinge bewusst anders, bleib aber bei dir. Und wenn du einfach merkst, so, wir haben jetzt mal unsere Augen nach innen gerichtet und haben mal geguckt, wer wir sind. Wir haben wirklich so ein bisschen Identitätsforschung betrieben, ne? Und wir kommen vielleicht bei was ganz anderem raus, was wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Dann ist es auch eine gute Stellschraube zu sagen, wir machen da jetzt weiter auch in der Außenkommunikation. Denn so wird das dann irgendwann eine sehr authentische und sehr glaubwürdige Geschichte. Absolut. Und das ist jetzt, ne, was haben wir ja dann auch letztendlich bei Converse gemacht? Wir haben ja auch mutig immer neue Sachen ausprobiert, die es so noch nicht gab oder die auch gar nicht so den unbedingten Reichweitenerfolg versprochen haben. Das war egal. Genau, ja. Also oder beziehungsweise um oder anders. Oder es ging um die Sache, aber man hat halt vertraut, dass es eben einen Viralitätseffekt gibt, ne? Oder dass es, ich weiß zum Beispiel damals noch, ne, wo wir den Digital Paintball entwickelt haben, genau, ne? Hatten wir sogar, ich glaube, eine 10-Minuten Arte-Doku dann, ne, wo die auf einmal bei uns waren und sagten, ey, wir haben gehört oder wir haben gesehen, ihr macht das und das, was sind das Krasses, ne? Also das war ja eher, ne, eben wie man auch in der Kultur gesehen werden wollte, ne? Eben auch ganz wieder genau. mehr owned und earned, ne, und weniger paid, beziehungsweise das halt alles in einem guten
proportionalen Verhältnis. Ne? Und da war die schon immer mutig, eben in eigenen Content zu investieren und eben in das Thema Experiential Marketing. Ne? Ja. Also ganz klar. Ja. Und deswegen glaube ich, war er bei euch auch oder bei dir ganz persönlich auch immer diese Offenheit für zu investieren. Und du hast es ja jetzt oft genug gesagt, ne? Also wirklich in physische lokale Formate, ne? Egal mal, ob das jetzt Messe, ne? Secret Gig, Festival, ne? Runner Community Tour, was auch immer war, ja. Und auf der anderen Seite eben, ne? Aufgrund wahrscheinlich auch der Freude oder des Willens, ne? Zu innovieren, ne? Und Dinge neu zu machen, auch immer offen für Technologie, ne? Und das führt uns ja dann eigentlich zu deiner letzten Stelle, wo wahrscheinlich du dann auch immer gesagt hast, Mann, jetzt habe ich ja immer eigentlich so mit so analogen Produkten gearbeitet, jetzt muss es auch nochmal ganz techy werden, und da hast du im Prinzip ja wirklich auch nochmal, kann sagen, einen kompletten Markentransformationsprozess hingelegt. Ne? Ja, das war mit euch natürlich wieder gemeinsam. Also warum sollte man eine erfolgreiche Zusammenarbeit beenden? Ne? Ja, es war dann ein ganz anderes Thema. Es war so ein Tech-Startup in Köln. Die haben sich mit dem Thema Robotic Process Automation beschäftigt. Das ist im Wesentlichen sind es Software-Roboter. Das sind Programme, die geschrieben werden, um auf einem normalen Rechner zu laufen. Und die können halt repetitive, simple und standardisierte Vorgänge nachahmen tatsächlich. Die werden auch nachgebaut, ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, ein Sachbearbeiter hat jeden Tag 50 Rechnungen zu schreiben, dann öffnet der Word, der holt sich einen Datensatz aus Excel, vielleicht oder noch aus dem SAP-Modul, das sind immer die gleichen Vorgänge. Das macht er 50 Mal nacheinander am Tag und hat 50 Rechnungen geschrieben. Dann wird dieses Programm so geschrieben, dass exakt die gleichen Arbeitsschritte als Code hinterlegt werden. Genau, auf derselben Umgebung. Als gleicher Prozess, ne, in der gleichen Umgebung. Und der läuft dann wie von Geistern auf deinem Rechner und macht genau das Gleiche. Der öffnet Word alleine. Das sieht auch echt spooky aus, wenn du so siehst. Er macht das nur 10 Mal schneller. Ne? Das heißt, der könnte dann locker eher 500 bis 1000 Rechnungen so am Tag dann halt durchhauen. Jetzt ohne Qualitätskontrolle. Ne? Aber das ist jetzt nur mal so, um das Prinzip zu beschreiben. Auch ein bisschen spooky. So, aber das Thema war natürlich mega spannend. Jetzt sind wir in einer sehr nischigen B2B-Geschichte, so Tech, ne? So, da wird dann so die Zielgruppenansprache schon besonders. Da gehst du dann mehr auf Content-Formate, auch mehr Benefits, ne? Aufzeigen Cases und so. Das war dann eine andere Form des Marketings. Mhm. Aber auch hier war es extrem wichtig, eine Marke oder einen Markennamen zu kreieren, der was macht, ne? Und das war dann eben der Name Another Monday für ein Tech-Produkt, wo du erstmal sagst, das macht ja gar keinen Sinn. Klingt wie Modelabel. Ja, genau. So. Und dann macht es doch sehr wohl Sinn, weil du kommst automatisch genau in die Brand-Story dahinter, weil jeder, und das ist tatsächlich verbürgt, wir waren dann auf so einer Tech-Messe, hatten den Stand Another Monday, und die Leute kamen alle, was soll denn das? Was ist denn mit dem Namen? Und sofort hattest du ein Gespräch. Ja? Genau, und da warst du schon in der Akquise. Für und hast sozusagen den Purpose und die Vision verankert. Ganz direkt, genau. Ne? So, und dann hast du sofort, dann konntest du die Brandstory super platzieren. Warum? Nicht, weil du das jemandem aufs Auge gedrückt hast, der es gar nicht wissen will, sondern weil die Leute das wissen wollten. Geil, das ist eben genau der Unterschied wieder, ne? So zwischen freiwillig und überzeugt, ne, oder aus Neugier zu kommen, als so, ich fahre jetzt mal so die harte Performance-Klatsche und überwälze dich, ne, mit irgendwie Markenbotschaften, die vielleicht keine Relevanz haben. Mhm. Ne? Dann, das ist dann immer so ein bisschen die Schattenseite, wenn du das übertreibst, ne, so mit Reichweiten-Marketing. Ja. Und dann auf einmal Chromatics Cologne. Ja. Wir haben viel gesprochen in der Zeit, auch die Jahre zuvor, immer mal wieder war das mal so Thema, Idee, vielleicht, ja, irgendwann. Ja. Dann ist es dazu gekommen, und wie kommt jetzt bei dir, bei dem, was du heute so tust, was dich treibt, wie kommt jetzt alles zusammen? Jetzt kommt die große Auflösung, genau. Also genau. Es war ja tatsächlich so, wir haben ja bei Converse da haben wir ja nicht nur in einer Funktion Auftraggeberagentur gearbeitet, sondern es war ja mehr als das. Es war ja schon ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Es war ein sehr respektvolles Verhältnis. Also ich war auch anspruchsvoll, ne, weil wir hatten das Thema seid kreativ, ja, und ihr war und deswegen brauchte ich ja jemanden, der das liefern konnte, und das konntet ihr sehr gut. Es waren aber auch immer schon co-kreative Prozesse, obwohl wir das aber wir haben das gemeinsam ja durchgezogen, und das war irgendwann ist ja eine Art Freundschaft sogar daraus entstanden, und dann haben wir ja bei Brooks weitergemacht und bei Another Monday nochmal, und genau, ich hatte zwischendurch ja auch immer signalisiert, Mensch, irgendwie könnte ich mir jetzt auch vorstellen,
die Seiten zu wechseln, also eben von Unternehmensseite auf Agenturseite zu gehen. Und irgendwann haben wir ja dann auch in den Gesprächen, wir haben den Kontakt ja nie abreißen lassen, haben wir dann irgendwie auch gemerkt, Mensch, das ist ja der perfekte Fit irgendwie, ne? So einfach durch genau. Die Historie. Und so haben wir dann ja irgendwann beschlossen, dann zum März 2020 Chromatics Cologne als Spin-off sozusagen genau, von Chromatics Dresden zu gründen. Und seitdem bin ich eben in einer anderen Mission unterwegs, dass ich eben jetzt alles so meine Markenbegeisterung, meine Markenliebe und auch meine Markenprinzipien, dass ich die jetzt gerne eben allen Kunden gerne zur Verfügung stelle, gemeinsam im ko-kreativen Prozess, wie wir ja arbeiten, damit eben die Marke vielleicht noch mehr kann als jetzt aktuell. Ne? Also, dass man noch mehr Potenzial rausholt gemeinsam und die Marke noch stärker strahlen lässt. Ne? Das Spannende finde ich jetzt hier in der Reflexion, dass wir auf der einen Seite natürlich viel über das Thema, wir nennen es heute Loud Impact sprechen, also der Marke eine Relevanz geben im draußen, in der Wahrnehmung, ne, also dass Menschen mit der Marke resonieren. Mhm. Das ist vor allen Dingen dieses Converse-Thema, sehe ich mal so als allererstes, ja. Aber auch selbst Brooks, haben wir jetzt gehört, passt da wunderbar dazu. Und aber dass heute sozusagen ja auch bei dem, was du tust und was dich treibt, das, was du ganz am Anfang hattest, deine Berliner Zeit, wieder reinkommt, nämlich das ganze Thema Deep Impact, also viel tiefer in die Organisation auch reinschnuppern und schauen, was habt ihr da, was bringt ihr mit für die Zukunft, was muss und sollte verändert werden und da auch sozusagen die Impulse setzt. Mhm. Und das ist ja quasi eigentlich wieder so ein auf zu alten Ufern, wenngleich das aber total bedeutungsvoll ist für eine gute Markenführung. Ja genau, ja. Weil das ist, glaube ich, das Spannende eigentlich, ne, dass du genau diese Synergien, das hast du ja schon am Anfang angesprochen, ne, dass du rückblickend ja merkst auch, das macht für dich jetzt inzwischen alles total Sinn. Und das kann man eben ja so sagen, das ist genau, also vor allen Dingen, ich glaube, ne, wir hatten ja jetzt verschiedene Prozesse, ne, von, ich sag's mal so fast schon Startups, ne, oder Spin-offs, ja, die einfach komplett neu gemacht worden durften, ja, hin zu, ne, Mergers and Acquisitions, die eben eine neue Hülle brauchten und wo es aber auch immer um einen Prozess des Zusammenwachsens ging, ne, und das jetzt, wir sind jetzt eine neue, ne, Firma, Marke, bis hin zu eben wirklich, ne, einfach auch Weiterentwicklungswachstumsprozessen, und da merkt man schon, ne, das sind halt immer Prozesse, ne, wo Dinge neu entstehen, wo Dinge wachsen, wo Dinge sich verändern. Und wir wissen es alle, ne, trotzdem, ne, ich kann so viel Markenstrategie machen, wie ich will, aber wir kennen den schönen Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Ne, wenn ich dabei wirklich nicht, ne, das Team nie mitnehme oder auch, ne, vielleicht nie die Sensoren dafür anhabe, was macht das gerade mit den Leuten, was macht das vielleicht auch gerade, ne, oft ist es ja so, dass er dann auch, ne, auf allen Ebenen kommen ja Menschen zusammen, die sich vorher ja zum Beispiel jeder natürlich mit seiner eigenen Marke identifiziert haben. Ne? Und jetzt sollen die ganz natürlich auf einmal, ne, sich verheiraten und auf einmal sagen, Mensch, toll, jetzt haben wir die gemeinsame Marke. Ne? Und dass das eben alles dann doch nie einfach so von alleine funktioniert und auf Knopfdruck, das haben wir halt auf dem Schirm und bringst du, ne, aus deiner Natur, aus der DNA mit. Und ich glaube, davon durften eben auch schon viele Kunden profitieren, genau von diesen zwei Welten, wo eben Deep und Loud, ne, eben miteinander verknüpfen und man auch diese Organisation immer mit im Blick hat, ne, geht's der auch gut, nehmen wir alle mit, bleibt jemand auf der Strecke, bla bla bla. Ja, es ist tatsächlich genauso, ne, wie ihr das jetzt schon beschreibt, weil es geht bei Marke jetzt als übergeordneten Kontext immer um Menschen, ne? Also es geht um Menschen, die draußen als Empfänger sind, und es geht eben um Menschen, die innen drin in der Organisation auch die Marke sind. Und jeder, der hinter der Marke steht, ist schon mal ein Multiplikator mehr. Und deswegen reicht es eben heute nicht mehr. Das sind ja so die Golden 90s, wo es heißt, so wir blasen nur raus. Ne? Also wir haben richtig viel Kohle in der Tasche und wir haben gute Texter und machen eine schöne Kampagne. Aber was bei uns innen drin passiert, das geht A, niemandem was an und das interessiert auch keinen. Und das hat sich ja nun mal dramatisch gewandelt. Denn heute wollen alle Consumer oder potenziellen Consumer wollen Antworten haben. Das heißt auch vor allen Dingen Antworten, was ist denn bei euch drin so los? Ne? Und wenn du das eben jetzt ausklammerst, auch als Markenverantwortlicher und die Marke nur in der Außenwirkung, sprich in der Resonanz oder in der Thematik Relevanz betrachtest, reicht das nicht mehr. Ne? Mhm. Und das sehen wir ja heute auch mit unseren Mandaten. Wir kommen immer mehr in diese ganzheitliche Sichtweise und Betrachtung rein. Und es geht eben darum, Menschen überall an allen Ecken mitzunehmen, also auch in der Marke. Ne? Und Marke ist eben, und das ist so für mich so die schöne neue Erkenntnis, neben dem, was ich jetzt alles schon so gemacht habe, ist eben, dass Marke nochmal
eine neue Dimension bekommt gerade. Und es wäre wichtig, auch für die Verantwortlichen, das auch gerade in Deutschland ein bisschen mehr anzuerkennen. Also ich halte das für extrem, extrem gefährlich, Marke nicht ernst zu nehmen. Also es gibt ja in Deutschland immer noch diesen Tenor, ja, wo fangen wir an zu sparen? Ja, Marke und Marketing, ne, da werden die Budgets zuerst gestrichen. In den USA ist das ganz anders. Da ist Marke immer Chefsache. Die ist beim CEO aufgehängt. Und immer aus einem guten Grund, weil Marke macht was. Marke macht was mit den Menschen nach innen und nach außen. Und am Ende des Tages kaufen wir Emotionen. Ne? Und wenn du nicht emotional bist oder emotional abgeholt, dann hast du auch keine Lust, irgendwo in der Organisation zu arbeiten. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in unserer Arbeit, in der Markenidentitätsarbeit sehen. Ron, wir haben jetzt gerade dieses schöne Projekt gemacht, Leitbildentwicklung. Und du merkst eben einfach, wie stark dieses ganze Thema Arbeit, Organisation, Prozesse, Strukturen eben mit Menschen zu tun haben. Und wenn da Spannungsfelder da sind oder Dissonanzen, dann funktioniert das nicht. Und dann kann die Marke nicht nach außen strahlen. Es ist unmöglich. Das ist also ein Widerspruch in sich. Und deswegen guckst du halt, läuft es innen wie geschmiert, dann hast du eigentlich die Voraussetzung, dass du wirklich nach außen strahlen kannst und auch da im Markt erfolgreich bist. Ne? Spannend und in dem Kontext so vielleicht auch als Kicker zum Ende, finde ich da die Studie vom Zukunftsinstitut, die wir beide so ein bisschen auch als Bibel fast schon feiern, ja, das, Transforming Brands, nämlich diesen Ansatz, dass eine Marke, und das ist diese Doppelung, die da drin steckt, eine Marke selber muss sich immer wieder auch transformieren, weil die Welt so ist, wie sie ist, weil die Welt sich auch weiterentwickelt, muss sich jede Organisation, jede Marke auch weiterentwickeln. Und aber, und da bin ich auch wieder so ein Stück weit mit wieder bei dem Converse-Gedanken, aber eine Marke muss auch die Kraft haben, das Außen zu transformieren. Also diese Strahlkraft der Marke verändert Behaviors oder Verhaltensweisen, Sichtweisen, Werteinstellungen von Menschen da draußen. Ne? Und diese doppelte Kraft oder die Kraft und Verantwortung zeitgleich, sich innen drin zu verändern, dem Zeitgeist auch anzupassen, aber auch zeitgleich den Zeitgeist mitzugestalten. Das, finde ich, ist so das ganz Spannende, vielleicht auch nicht so ganz Triviale in Markenarbeit heute. Ron, du hast es so perfekt gesagt gerade. Ich kann das nur zu 100% unterschreiben. Und tatsächlich, also wenn wir noch einmal das Transforming-Gedanken in der Außenkommunikation nehmen, Converse hat immer gesagt, we support creativity of the people. Also das war auch wirklich ein ernst gemeintes Anliegen. Und das war so gewollt. Und man hat eben auch über viele Initiativen und auch über viele Markeninszenierungen genau das getan. Wir haben immer mit Kreativen zusammengearbeitet und haben eigentlich jeden. Und das, wenn das nur der Do-It-Yourself-Jutebeutel war, ne? Also das, den, ja, aber es gab auch größere Engagements, wie ich denke an Hamburg, euer Converse Rapper Studio, ne? Wo ja quasi Bands, ne? Wirklich professionelle Proberäume, Aufnahmestunden und so weiter zur Verfügung gestellt habt, ne? Also das war's, aber ich glaube, ne, ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Follow-up hier machen, weil wir merkt, der Sören hat da noch einige spannende Geschichten im Petto. Genau, aber ich glaube, ihr habt ein gutes Bild bekommen, ne? Wer Sören ist, wie Sören tickt, wofür er steht und vielleicht so zum Schluss zum Mitnehmen, ne? Also genau das, wenn ihr gerade vor einer Aufgabe steht, ja, wenn ihr vielleicht irgendwo eine Baustelle habt, wo ihr zukunftsfit werden wollt oder wo ihr den Zeitgeist sowohl im Innen als auch im Außen eben irgendwie haben möchtet, dann meldet euch auf jeden Fall sehr gerne. Und noch ganz, ganz zum Schluss ein kleiner Insight, den wir noch nicht angestrichen haben. Das ist nämlich schon was Besonderes. Normalerweise sind ja alle Agenturen eben, ich sag mal, dienstleisterhart, ja, so. Oder eben, wie wir sehen, ne, co-kreative Sparring-Partner und sozusagen Lösungs-Enabler, Lösungshilfer, Lösungsumsetzer, ja. Bei Sören, wie ihr schon merkt, mit seinen vielen Expertisen in verschiedensten Head of Marketing, CMO, was auch immer, Positionen, ist es so, und da haben wir auch schon mindestens, ja, haben wir schon Projekte, auch wo wir das sehr erfolgreich gemacht haben, auch in verschiedensten Tiefen und Längen. Quasi kann auch als Interims-CMO zu euch kommen, wenn ihr vielleicht sagt, ihr habt vielleicht auch einen CMO, der ganz modern ein Sabbatical machen möchte. Und jetzt ist auch die Frage, hey, wir können ja nie kopflos sein an dieser, wie wir gerade gehört haben, so wichtigen Stelle. Richtig. Und dann kann Sören gerne auch einfach mal für 3 Monate oder 6 Monate direkt dann eben dort mit reinkommen und eben dafür sorgen, dass der CMO in aller Ruhe sein Sabbatical machen kann und trotzdem der Laden läuft und vielleicht, wenn er wiederkommt, er sogar ein paar neue Impulse und vielleicht sogar ein kleines bisschen Wachstum noch sehen darf. Es wäre mir ein großes Vergnügen. Na dann. Vielen Dank, Sören. Es hat Spaß gemacht. Ich danke euch, ja, war spannend. Die Zeit kann ja so schnell vergehen irgendwie. Ja. Und danke, war sehr schön. Und ich hoffe, wir
machen nochmal das eine oder andere Thema Markenthema. Ne? Absolut. Da müssen wir digging deep, müssen wir nochmal rein. Definitiv. Danke, ihr Lieben da draußen. Das war der Chromatics Playground Podcast. Hier waren Sören, Andreas, a.k.a. Schanzboy und Ron. Bis bald. Ciao. Ciao.